Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von The Forest, wieder mit Skuldo an meiner Seite. Let's begin! So, das mag ich jetzt ausprobieren. Die Motorsäge will ich ausprobieren. Wo ist hier ein Ausgang? Oh yeah! Baum, 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 baum! Aber das Geräusch, das nervt mich jetzt schon, ne? Yep. Das so, schau mal. Warte, warte. Oh mein Gott. Oh. Ja, das ist ganz nice eigentlich, muss ich sagen. Und jetzt wir. Also, aber was ich jetzt leicht irritierend finde, man hört das Schlagen von der Axt ganz schnell hintereinander. Gut, es geht schon mal richtig flott voran, das ist schon mal ganz gut. Stimmt, du hast recht. Ganz dumm, 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 dumm. Stimmt. What the heck? So, jetzt nehme ich hier ein paar Baumstämme. Alter, da hinten ist ein Baumstamm hingeflogen, das habe ich doch ganz genau gesehen. Oh Mann, jetzt hier. Oh Mann, wenn du jetzt hier Motorsäge ausgerüstet hast und dann jedes Mal zwei Baumstämme aufnimmst, ne? Ja. Und die dann wieder ablegst, immer machst du immer einmal ganz kurz die Motorsäge. Und dann nimmst du wieder einen Baumstamm. Und dann. Da liegt noch einer. Ui, ey, das ging echt flott. Du musst kurz eins. Gut, genau, also unser Ziel ist jetzt einfach mal ein paar Regale zu bauen. Sehr traurig, und dass wir jetzt schon wieder am See sind hier, ne? Sind keine mehr Bäume. Und, ach ja. Genau, so ein paar Regale bauen wir jetzt und dann werden wir aber andere Bauprojekte mal in Angriff nehmen, also zum Beispiel den Garten bauen. Die ganzen Fallen, die sind ja ausgelöst. Und genau, was man überlegen könnte, man könnte noch ein paar Fallen bauen, theoretisch. Ja, ich habe gerade hier mal ein bisschen, weil die ganzen Fallen, die waren ausgelöst. Deswegen habe ich die und mal. Man könnte überlegen, erneuert. So Effigies zu bauen. Oh ja, Effigies. Weil dann würde es sich mal lohnen, einfach mal die Leute ein bisschen zu zerteilen und dann die Knochen rausnehmen und so. Ja, das stimmt. Weil ich überlege, genau, was wir machen. Wir haben jetzt machen. Auch in den Tipps gelesen, dass wirklich nur die angezündeten Effigies wirklich die vom Lager fernhalten. Also solange wir die nicht anzünden, bringen die einem gar nichts. Und das Problem ist, die sind halt innerhalb von gefühlt 5 Minuten ausgebrannt. Yep, und es bringt da nicht viel. Und es ist halt ziemlich ne. Wo gehen wir denn hin? Machen wir hier, oder? Ja, mach einfach. Go. Okay, jetzt pass auf. Ach so, ich habe das jetzt gar nicht ausgerüstet. Jetzt muss ich über den Inventar gehen. Hm. Ja, ich muss es auch. Warte mal. Warte, wenn ich jetzt rechte Maustaste drücke. Was ist da eigentlich? So. Okay, dieses Rumgesäge, das nervt mich aber tierisch, ja, muss ich sagen, aber bisschen. Holy shit. Holy shit, Alter. Oh yeah. Aber man muss sagen, ist schon geil. Aber es geht schnell voran. Holy moly. Ja. Also könnte man sich überlegen, um einen zweiten Wagen zu bauen. Weil so schnell komme ich gar nicht hinterher da. Ja, ich merk's. Und vor allem der Weg ist schon. Uppala, das sind ja schon ein paar Kundschafter. Nicht dein Ernst, du hast einen Vogel mit einem Baum erschlagen. Was? Da liegt ein toter Vogel. Guck mal, da liegt ein toter Vogel. Cool. Geil. Ich glaube, das hat man noch nicht gedacht. So. Ich nehme mal die zwei, einfach mal schon mal. Laufen keine Fallen rein. Und ich muss. Ach genau, ich muss was essen. Oh nein. Gut, irgendwie gefühlt würde ich sagen, die Fallen haben wir doch irgendwie doof gebaut. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir selber reinlaufen, während wir da versuchen, irgendwas zu bauen, ist ziemlich. Ja gut, aber das war ja. Na, eigentlich haben wir schon genau dorthin gemacht, wo. Ja, wo wir dann immer gerannt sind. Ja. Wir müssten noch auf der anderen Seite, wo der Turm ist, auf dieser Mauerseite da mal was bauen, glaube ich. Ich esse mal einen Snack hier. Weil da laufen sie auch oft vorbei. Trink.
haben die für Probleme da draußen? Hörst du das? Ja. Dass die Hasen, das ist doch nicht normal, oder? Die wollen sich einfach nicht vermehren. Aber wie war das? Da passen noch viel mehr Hasen rein. Ja, ich glaube, sau viele. So richtige Massentierhaltung. 17 oder sowas. Oder ne, 12 oder so. Irgendwie sowas. Nein. Ich wollte jetzt mal was ausprobieren. Und zwar. Ich will es einfach mal ausprobieren. Einfach aus Interesse. Was denn? Bäume mit Sprengstoff zu fällen. Achso, ja. Das wollten wir auch die ganze Zeit mal ausprobieren. Stimmt, warte mal, das probiere ich hier gleich mal. Ah, halt, ich hole vielleicht erst die Baumstämme weg, nicht, dass die weg explodieren. Ja, bitte erstmal alles weg und dann probieren wir es einfach mal aus. So, mal eine Energiemischung nehmen. Ah, jetzt habe ich das. Ich weiß nie, ob ich das Tor offen lassen soll oder zumachen soll. Ich weiß es einfach nicht. Naja. Warte, so, ich hauf's einfach mal da. What? Nein, ich hab auch. Okay, okay, warte. Aha. Achtung, ich mach auch. Der Radius ist aber schon sehr gering. Warte, also. Ich hab Dynamit. Probieren wir das mal. Kann auch anzünden, sehr gut. Oh. Naja. Jawohl, ich hab die Errungenschaft bekommen. Ja, ich auch. Toll, und da gilt wieder zu zweit, oder was? Lol. Sehr gut. Toll. Was für eine Kacke, ehrlich. Nervt mich schon wieder. Also gerade den mitgeworfen? Ja. Ah ja, ich wollte auch gerade... Ah, ich muss wegwerfen. Oh, Alter. Ah! Boah, das war voll knapp. Nein, nicht herunterfallen. Das geht ja. So, das müssen wir uns aber ranhalten, nicht, dass das alles despawnt oder sowas. Lol, Alter, weißt du, wie viel Zeug da ist? Alter, wie viele Bäume? Nein! Was machen wir mit dem ganzen Bäumen? Holy shit, Alter. Ich glaube, wir brauchen einen zweiten Wagen. Ja, da braucht man nur Sticks dafür, oder? Ich glaube schon. Sollen wir die schnell bauen? Warte, ich guck schnell. Wo ist denn der Chaos? Ach, da. Hier. Warte, ich baue. Hau deine Sticks da rein. Ah, perfekt. Oh, das geht jetzt flott voran. Oh, Holy moly, Alter. Ich glaube, das ist jetzt ein neuer Rekord und so fort, wie schnell wir hier Bäume fällen. Ja. Ich glaube, so schnell was. Alter, wenn du überlegst, wie viel Dynamit hätte man vielleicht früher machen. Aber da findet man eh so hoch. Ja, eigentlich schon. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen, direkt am Anfang. Da hätte man wenigstens Sinn für die Dynamitstangen gehabt. Oh, ja, Mann, vor allem, man so könnte dann theoretisch auch dann, Höhlen oder sowas markieren, wo viel Dynamit drin ist und dann kann den ganzen Wald auf dieser Insel wegsprengen. Ich habe das aber auch erst so die Überlegung und dran gedacht, als ich das in den Trophies gesehen habe mal. So, hä? Ja. Stimmt. Hey, das könnte man eigentlich mal machen, ja. Ja, aber man hat eigentlich nur im Senat, damit könnte man viele Leute killen, aber dass man es fürs Bauen hernehmen kann. Boah, das ist ja Katastrophe, hier durchzukommen. Wie machst du das? Kont. Ja, wow. Ich sehe nichts. Oder? Alter. Was? Ach nee, komm, jetzt haut doch einfach ab. Wir wollen doch hier nur friedlich bauen. Also, du machst schon die Regale, oder? Oder? Ja. Haben wir bis jetzt nur drei Regale? Ja. What the fuck? Wie viel Holz brauchen wir denn? Holy shit. 8. Pro Ding. Alter. Das ist gerade ein bisschen blöd hier. Oh, nee, sag mir nicht, dass wir jetzt Besuch viele haben. Oh, das sind viele. Oh nein. Ach, das ist nervig. Warte, komm her. Hier, Falle, komm. Hier bin ich. Ja, komm doch her. Alter, komm her, du Spast. Warte, lass mir mal kurz einen Snacky und das Cola drin. Ja, wollt ihr jetzt nicht herkommen? Hey, wollt ihr jetzt nicht herkommen? Ist diese Falle nicht aus? Ah, die ist noch gar nicht. Was? Alter. Oh Mann. Ja. Stirb. Stirb, Kartoffel. Heute nicht.
Also einer ist schon mal hoppala in die Falle gelaufen. Uno. Oh, oh, oh. Also ich hab aktuell. Oh Mann, ich bin fast tot. Hä, wieso bin ich fast tot, ey? Der hat mich einmal erwischt. Ein einziges Mal. Ja, komm doch hier. Ja, komm doch hier. Ja, komm. Ja. Oh Mann, das ist arsch. Du, was, du lebst noch? Alter, sind die stark geworden, ey. Das ist ja nicht mehr normal, wie stark die sind. Holy shit. Ja, ja, jetzt komm halt daher. Komm. Ja, ja, und nochmal rein mit dir, du dumme. So, doch nicht, okay. Ah, und nochmal rein, ja, genau, du dumme. So. Au. Verreckt. Achtung. Aua, Mann, jetzt hat er mich wieder voll erwischt. Ah, ich hab ein HP, bin gleich tot. Bin gleich tot. Komm, komm, lauf hierher. Du, Bastardo, komm mal. Lauft halt in die Fallen rein, es ist so schwer. Ja. Ja, lol, das bringt ja mal gar nichts. Nein, nicht in die Mauer. Gut, also diese Baumstammfallen da, die müssen da echt irgendwie reinlaufen, Glück gesagt, diese Falle. Oh, Alter, ich dachte, das bist du und plötzlich kommt da der auf mich gesprungen. Jupp. Hä? Wieso ist der umgekippt, der eine? Ich muss hier mal schnell die Falle hier reparieren. Zack. Komm her. Toll, jetzt läufst du genau in die Falle, die eigentlich. Bäh, was macht die, der? Die ist nicht aktiviert. Nee. Oh. Komm her. Oh, da liegt eine Leiche. Hat doch jemand hier auch. Bam! LOL, das hat. Ist der aufgespießt? Ja, das hat funktioniert. Ja? LOL, wie es ausschaut. Sehr authentisch. Geil. Du blöde Kuh. Du blöde Kuh. Mann, wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Ich sammle hier mal ein bisschen die Leichen. Ja, mach das mal. Können wir das mal wieder erneuern hier? Ja, bin gerade dabei. Die zwei sind auch erneuert. Komm, lauf doch da rein. Hierher. Hier bin ich. Ah! Ja, komm. Hier bin ich. Ja, komm. Dö. Oh! Und da hängt da der nächste. Lol, ja, die sind viel zu schnell, wenn die da durchrennen. Alter, da hinten, komm ja. Alter. Wie viele kommen denn da jetzt? Ich weiß es gerade auch nicht, das nervt gerade richtig. Das ist dieses zum Bauen voll unpassend. Achtung, hinter uns. Oh ja, warte, ich lock den auch mal hierher. Komm hierher. Ja. Wieso? Stirb! Alter, jetzt hört doch endlich mal auf! Jetzt. Oi. Come to me. Ach nee. Alter, jetzt läufst du rein, du Sack. Wow, ah, da ist ein Loch. Oh! Von hinten, ey. Scheiße, jetzt haben wir ihn erwischt. Ach Gott. Wow. Alter, wie viele sind das denn jetzt? Warte, ich muss mal kurz was essen. Ich weiß echt, ich kann auch nicht aufhören zu blocken, weil ich hab keinen. Warte, ich muss kurz irgendwie. Knochen gebrochen, wie sowas von der Hardcore. Oh, shit. Oh, shit. Oh.
Fuck, also ich habe jetzt auch keine Hinter Rüstung dir. Mehr und... Oh! Ich okay, habe auch keine Sticks mehr. Das war jetzt kacke. Oh, stirb! Nein! Oh Mann, jetzt sitzt er wieder zu zweit und keine Chance und... Jetzt wird auch gleich dunkel und so, das wird doch jetzt... Oh Mann, 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 Mann. Der Angriff, der ist heftig. Der Angriff ist richtig heftig. Ah, weil zwei sind tot. Nice. Die anderen zwei laufen weg. Die anderen zwei sind weggelaufen. Okay. Alter, also das war jetzt heftig. Also, puh. Also, ich hab echt gar nichts mehr. Kein Leben, gar nichts mehr. Also dieser eine Baumstamm, der bringt in der Hinsicht nichts, weil die so schnell da durchrennen. Du hast keine Chance. Zünde. Oh lol. Zünden wir die jetzt an oder nicht? Ja, ja, Moment mal, ich möchte das mal kurz. Oh, das ist jetzt richtig doof mit unseren Baumstämmen, ne? Weil ich habe Angst, dass sie jetzt alle despawnen. Das ist richtig, richtig doof. Haben wir noch irgendwo ein Wägelchen? Ja gut, sag, ich habe eigentlich gerade versucht, den da reinzulegen, aber. Und jetzt regnet es auch noch. Ach so, habe ich dir jetzt den Wagen weggenommen? Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich tue ganzen Leichen reintragen und du holst vielleicht Baumstämme oder was weiß ich. Ja, ich schau mal, ob ich welche finde noch im Dunkeln. Ich glaube, wir haben schon viele geholt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Da sind noch welche. Nee, C wollte ich machen. Ja, das Blöde ist halt einfach, dass die Motorsäge nicht effektiv im Kampf ist. Weil die einfach unrealistisch viel aushalten, die Leute. Yep. Würden die halt, wie gesagt, halten. Beim Erstkontakt gleich verrecken, wäre es halt schon geil, aber so. Na ja, gut, aber es wird halt auch nach und nach immer schwieriger. Boah, ich sehe gar nichts mehr. Ich friere und so. Ich glaube, alle... Baumstämme, die jetzt rumliegen, die werden halt despawnen, die finde ich nicht mehr, keine Chance. So dunkel. Also alle Leichen sind jetzt drin. Auf dem Feuer. Ja, fast wären wir wieder zum Baum gekommen. Fast. Ja, wir waren schon dabei. So, dann nehme ich... Ich nehme mal den Wagen und versuche mal nach Hause zu kommen. Das ist viel ein Knochen noch. Wo liegt der? Wo liegt der? Wo liegt der? Da liegt der. Könntest du mir aber bitte auch eine Rüstung da lassen, nicht, dass du jetzt volle Rüstung hast hier. Boah, ehrlich, also das ist so kacke hier. Ich muss hier so durchmanövrieren, weil ich bei jeder Wurzel da so hängen bleibe. Wieso ist dieser... Ah, jetzt ist wieder. So, machst du mal... Machst du die Tür zu hinter mir? Ja. Danke dir. Nimmst du dir die Knochen, bevor sie despawnen? Ja, ich bin schon unterwegs. Ich muss eher ans Feuer, weil ich friere. Ach Gott, Sakrament. Kannst du nochmal schon anzünden? Wo ist denn das? Das geht gerade nicht da. Jetzt da. Hä, bei mir geht's nicht. Ah, jetzt. Blah! Lol. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hab Glück gesagt, pro Wagen kann man halt, glaube ich, eigentlich fast nur ein Regal fertigstellen. Also, Glück gesagt, ja. Aber wir haben es, also stell mir vor, wir hätten das mit Hand gemacht, Alter. Das hätte ja ewig gedauert. Holy shit. Ja, also so ungefähr 20 Mal müssen wir noch hin und her fahren mit dem Wagen. Aber es ging ja relativ zackig, das muss ich sagen. Hast du noch den... hab ich den noch? Nein, ich hab nicht. Ich hab aber den Vogel, warte, ich hab den Vogel. Ist der verdorben? Einer ja, nee. Nee, sind beide essbar noch. Okay, ich hau beide rein. Ich hab beide Fleischstücke drinnen. Perfekt. Ach ja, schlafen eigentlich? Oder machen? 3, 4, 5, 6. Ja, warte, gleich muss ich noch meine Rüstung fertig machen. Ja, okay, ich glaube, wir müssen die Nacht durchmachen. Warum? Hast du noch einen Knochen für mich?
Nein, leider nicht. Scheiße. Ich glaube, das war dieser eine Knochen, den wir mal irgendwo, der weggebackt ist in der Höhle. Jetzt haben wir immer 5 Knochen übrig. Und ein Fleisch für mich. Ja, genau, da haben wir noch überhaupt keine Knochen. Doch, ein Knochen, ja. So. Ja, früh, ich weiß noch, früher haben wir extra 2 so Knochenkisten gemacht, weil wir immer so viele Knochen hatten. Und jetzt, ja, aber mittlerweile brauchst du die so hardcore. So, sollen wir jetzt schlafen oder nicht? Ich kann noch gar nicht schlafen, Alter. Bei mir ist es erst schon. Ich kann schlafen. Ich kann schlafen. Ja, du, ich speichere mal kurz. Ich habe auch gerade gespeichert. Ja, das ist ja jetzt mal blöd, ne? Da hinten hätten wir noch 2 Holz. Die nehme ich auch. 4 Holz, wenn du da 2 nimmst. Ah ja. Können wir die noch reinhauen? Ja, ich würde sagen, bist du die erste. Also ich fange gerade hinten. Ja, ich fange gerade hinten an, weil bevor du da immer einmal um das ganze Regal rennen musst, deswegen habe ich. Okay. Alles klar, okay. Ich sag mal, was wollen wir denn? Wollen wir jetzt alle Regale fertigstellen? Oder nur bis zur Hälfte und dafür dann irgendwie schon ein bisschen mit dem Garten planen? Ach, oder ja, der Garten. Och. Der Garten war ja geplant, wenn wir hier rausgehen, ne? Hier, so. Hier, genau. Weil hier gehen wir eh so selten raus. Aber blöd gesagt, müssen wir dann. Ach. Wollen wir dann um diesen Garten eigentlich eine Holzpalisade bauen oder eine hohe Steinmauer oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also Steinmauer geht wahrscheinlich schneller zum Bauen. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Jetzt mit dem Dynamit, das ist schon. Ja, ja. Oder mit der Motorsäge, das geht schon ruckzuck, ne? So. Aber wir müssen da eigentlich mit dem. Sollen wir da mal anfangen? Ich baue da mal einen Weg hin. Einfach so. Ja, das. Wenn ich jetzt auch. Möbel. Rahmen. Fallen. SOS. Wo ist der blöde Weg? Der blöde Weg. Toll. Kann ich jetzt. Ah, Mann. So. War doch, glaube ich, noch irgendwas kaputt hier, oder? Dass du den Weg nicht drehen kannst, das verstehe ich nicht. Ja, das verstehe ich eigentlich auch nicht. Und irgendwie schade, dass das nicht so, nicht so automatisch verbindet ist oder so. Also ich bin mal mutig und gehe nochmal in den Wald. So. Hab ich mir jetzt vorgestellt. So. Oh, da ist noch viel Baumstämme. Leck mich mal. Ui, ui, ui. Echt? Nice, sind da noch Alten? Also muss ich. Da sind noch viele Baumstämme. Ich habe keine mehr gesehen. Wann bist du blind? Da ist ein Haufen. Ja, dann vielleicht irgendwo anders, ich weiß es nicht. Blind, du Fix. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann muss ich das nochmal neu machen. Dö, 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 dö. Ja, dann plane ich einfach in der Nacht einfach mal hier. Oh, jetzt sogar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann. Ja, machen wir hier weiter. Warte, wir müssen hier mal die Farbe ändern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich halte die Farbe. 7.
6. Und dann... nicht das. Das. 2, 3, 4, 5, 6. Gottes Willen. So, jetzt sieht schon mal einigermaßen gut aus, wenn man reinkommt. Der linke vielleicht noch da, aber ansonsten. So, kurz was schlürfen. Boah, der Garten ist blöd. So. Ja. Ja, es ist okay. Ist jetzt nichts Atemberaubendes, aber das kann man lassen. Wollen wir nochmal kurz was snacken? Ja, ich muss eigentlich auch was essen, aber... Zack! Du baust gerade den Weg vom Garten aus, oder? Ich baue den kompletten Garten gerade, also zumindest das Innere. Die Wand, ja. Die machen wir, können wir ja danach machen. Ja. Aber so, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder? So, schau mal her. Oh. Nice, oder? Oder ja, was dazu ja. Sagen? Dann, sieht gut aus. Dann ist halt dann die Frage, wie weit oder wie groß machen wir den dann? Das ist halt dann die andere Frage, ne? Ja, es wird hell, glaube ich. Wird auch langsam Zeit. Ja, wie viele Beete brauchen wir denn? Wollen wir da irgendein System haben, dass wir sagen, irgendwie rechte Seite Bären oder da die ersten zwei Reihen Bären, dann Kräuter oder... Ich weiß nicht, irgendwie, das ist immer... Oder wollen wir einfach nur so ein Durcheinander irgendwie haben, dass ein Nebenbeet irgendwie alles ist? Ja, das ist schwer, weil ich tue mich immer relativ schwer mit den Samen zu erkennen, welche Samen das überhaupt sind. Aber gefällt dir das so? Das ist doch eigentlich ganz nice, oder? Mhm. Da ist halt dann die Frage, wie weit treiben wir es? Wie weit machen wir den Garten? Oder sollen wir den breit machen? Oder sollen wir in die Länge ziehen? Oder sollen wir hier nochmal so ein Ding machen und da nochmal Gärten? Also eher Glück sagt, ich würde jetzt noch eins nach unten machen, oder? Und vielleicht noch ein bisschen länger. Also der Garten kann ja ruhig bis hierher gehen und so. Oder? Wollen wir einen fetten Garten haben, oder? Ja, klar. Weil lieber gleich fett, anstatt dann irgendwie... Ja, aber nicht, dass wir dann im Außen rumbauen und dann sagen, ach, der ist klein. Ja, und was machen wir da eigentlich mit unserem alten Garten? Sollen wir den einfach behalten? Gut. Irgendwie wachsen die Bären nicht nach, oder? Ich bin mir auch gerade nicht so ganz sicher. Nur noch so ein Gestrüpp hier drin. Das Blöde ist halt einfach, dass man jetzt diese Sträucher nicht abreißen kann, dass man Samen bekommt und dann woanders entpflanzt. So, ich muss jetzt was essen. Weil das sind halt schon viele Pflanzen, die wir schon haben. Aber jetzt mal ganz blöd, da wo jetzt eigentlich unser Garten ist, ja. Könnte man ja schon fast unser Haus hinbauen, oder? Oder ist es deiner Meinung nach dann zu klein? Wenn man da jetzt so ein zweistöckiges Alter, ich bin gerade fast verreckt, ne? Ich hab gerade haufenweise Leben verloren. Ohne Witz, ich habe kein Leben mehr. Weil ich gerade gesehen habe, dass ich verdurstet bin. Ist gerade ausgegraut in meinem Bildschirm. Holy moly.
Das war knapp. Lassen wir. Oh, nee. Wow, was? Oh, der ist bei uns drin. Oh mein Gott. Moment, wie kommt der hier rein? Und ich hab keinen. War die Tür, über das Tor offen von Ding? Ach, du bist tot? Ja. Ja, unser Garten, das Tor, wo der Garten ist. Oh, Alter, ich wollte mich ja, ich habe doch gerade gesagt, ich habe kein Leben mehr. Weißt du, und wollte, hab gerade Medi genommen? Oh, Alter, was für eine Verschwendung von dem Medi. Lol. So, Strafe wird erstmal gehackt. Oh, ich kann keine Arme und Beine mehr auf. Blut überströmen, wasch dich, um eine Infektion zu vermeiden. Nein, du hast es auch. Nee. Ich wollte gerade sagen, seit wann? Seit wann, ne? Was ist los? Spiel, was ist passiert? Wieso verrätst du mich? Auf das hättest du verzichten können, oder? So, ich baue das mal ein paar Effigies, die man einfach so mal bauen kann. Lauf nicht weg! Ich wollte noch ein bisschen schießen. Jawoll! Headshot! Ich bring Freunde mit. Kannst du behalten. Okay, dann nehme ich mir die Knochen. Okay, das sind viele. Hoppa. Wow, da ist schon wieder einer drin. Nein, 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 geh, fallen lassen. Nein, nicht im Garten, nicht gerade im Garten. Der ist straight in unseren Garten reingelaufen, ne? Nein, 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 nein. Komm. Aber ich habe ihm gleich einen Headshot gegeben, das ist sehr gut. Chill. Niemals. Oh oh. Bam. Hey, das war doch ein Headshot, Mann. Lebt er noch? Nee. So, da lag die Mauke nicht kaputt. Ist zu schwach geworden. Boah, ey, jetzt chill doch mal. Warte mal. Boah, so einfach hier war. Das machst du schon. Ich hab Vertrauen in dich. Und nachdem du die gekillt hast, musst du die Folge beenden. Ich bin so ein Vollidiot. Oh, endlich. Endlich. Weißt, ich lock jemand in die Falle, in diese Baumstammfalle. Ich hab's auch geschafft, weil ich ihn geblockt habe, weil er nicht durchlaufen konnte, aber der Baumstamm hat auch mich erwischt. Scheiße, Mann. Ja, ja. Aber endlich siehst du's ein. Ist echt ein Weg der Besserung, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Schnauzer jetzt. Oh, da ist ein Knochen. Knochen, 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 Knochen. Seit wann habe ich eigentlich so viel Stoff? Ich verstehe das nicht. Ach, ich beschwere mich doch nicht. Nee, ich will mich auch nicht beschweren. Ich finde es so komisch. Ich hätte gern wieder ein paar Bären, ne? Es ist irgendwie... Die Bären waren schon Gold wert. Hallo, möchtest du brennen oder was? Ich mach's dir an. Bitteschön. Toll, ich habe null Rüstung. Da ist doch irgendwas zum Reparieren. Warte kurz.
Ja, die Mauer ist doch kaputt. Ja, vorne habe ich auch gesehen, dass da reparierbar ist. Hase, das ist kein Hase. Ich meine Vogel, bleib da. Wenn man nicht so leicht zerhackstückelt, kriegt man weniger Knochen. Ich glaube nicht, ne. Wie viel Rüstung hast du dann? Doch, man kriegt um einiges weniger Knochen. Oh, echt? Ja, ein Knochen habe ich bekommen jetzt. Oh. Gut. Ich habe zwei noch. Ich habe zwei noch. Ah, deswegen geht es so komisch aus. Aber ich habe Fleisch. Möchtest du was von meinem Fleisch abhaben? Oh! Was? Mach zu, mach zu. Oh nein! Oh, das ist gerade so nervig. Oh nein! Nein, nicht deine. Nein! Nein! Ja, bleib gleich hier stehen. Hey. Hey, du lebst. Oh. Verrückt. Wir verkacken es hier halt gerade ja, richtig. Volle Rotze. Hab ich hier nochmal irgendwie. Und wieder melken. Ich habe jetzt in der Folge schon. Apropos Folge beenden. Danke fürs Zuschauen. Hallo. Wir müssen. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja. Moment. Wir können gleich weitermachen, wenn du willst. Aber wir müssen hier mal. Ja. Einen Cut reinhauen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Ciao.